Willkommen zurück im Mondes Küche. Die treuen Zuschauer haben vielleicht bemerkt, dass ich ein bisschen weg war. Ich war ein bisschen Urlaub machen. Heute ganz entspannt gibt's mal wieder ein Quickie. Es soll schnell gehen. Zumindest was die Vorbereitung angeht. Wir gehen nämlich in den Ofen, da dauert es vielleicht ein bisschen eine halbe Stunde oder so. Mal schauen, wie lange es dauert. Und wir bewegen uns ja Richtung Herbst. Und deshalb gibt's heute auch schon was Herbstliches. Nämlich einen leckeren Hokkaido-Kürbis aus dem Ofen. Mit Feta und Thymian. Und das wird lecker. Und los geht's. Kürbis werde ich einfach in Scheiben schneiden. Mal gucken, vielleicht schneide ich die Stücke ein bisschen kleiner, damit ich sie besser verteilt bekomme gleich. Gerne natürlich raus. Dafür finde ich tatsächlich Viertel immer am einfachsten. Und dann einfach rausschaben. Man kann auch einen Löffel dafür benutzen, geht auch. Ich finde es so tatsächlich immer ein bisschen leichter. Zack. Wer mag, kann die natürlich auch rösten. Ist auch immer ganz lecker. So dick, wie man es nachher eben haben will. Ich finde so fingerbreit, zwei Finger vielleicht, ein bis zwei Fingerbreit immer ganz gut. Und damit es nachher besser in die Auflaufform passt, halbiere ich die Dinger nochmal. Und ja, die Schale kann man beim Hokkaido-Kürbis auch sehr gut mitessen. Die wird beim Backen nachher schön weich. Und ehrlich gesagt, ich finde sogar, dass die Schale besonders gut ist. Die Konsistenz finde ich sehr angenehm. Ein bisschen Knoblauch kommt noch dazu. Kann man auch an der Stelle eigentlich ganz gut reiben zum Beispiel oder pressen. Aber ich habe immer lieber die Stückchen, aber die schon ein klein bisschen fein machen. Bei der Würzerei geht natürlich wieder alles. Ich werde es heute sehr einfach halten mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Dann Olivenöl drüber. Und ich mache, wie ich vorhin schon erwähnt habe, noch frischen Thymian dazu. Einfach von den Stielen ziehen und mit dazu. Und dann alles gut vermischen. Ab in die Auflaufform. Und zu guter Letzt, wie ebenfalls angekündigt, Feta-Käse einfach grob drüber streuen, so viel man eben haben möchte, so fein man haben möchte. Da sind die Geschmäcker ja auch anders. Will, dass überall was ist am Ende, deswegen mache ich es ein bisschen feiner. Dann gucken wir mal, wie weit ich komme. Zur Not habe ich noch einen zweiten. Aber ich glaube, das sollte ausreichen. Der Ofen heizt bereits vor. Wo bin ich? Ungefähr 100, 190 ungefähr. Irgendwo zwischen 180 und 200. Da ist die Anzeige bei mir ein bisschen ungenau. Ich werde es einfach so lange drin lassen, bis es eine schöne Bräunung gibt. Und danach sage ich euch, wie lang es war. Und genau das passiert jetzt. Minuten war es jetzt im Ofen. Ich persönlich, wenn man jetzt hier sieht, der Kürbis, man sieht schon so eine leichte, ja, man sieht, wie er so ein bisschen trocknet hier. Was mir aber noch ein bisschen fehlt, ist so eine leichte Bräunung des Kürbis, dass der hier so eine leichte Haut entwickelt. Das würde er bei 200 Grad um die Zeit auch schon tun. Wegen dem Käse bin ich hier ein bisschen vorsichtiger rangegangen. Tatsächlich würde ich nächstes Mal
den Kürbis seit 200 Grad in den Ofen hauen und dann die letzten 5 bis 10 Minuten erst den Käse dazugeben, damit der auch auf keinen Fall zu dunkel wird. Das ist hier, wie man sieht, aber noch völlig in Ordnung. Ich habe den Kürbis jetzt schon rausgenommen. Ich mag ihn tatsächlich am liebsten, wenn er richtig weich ist. Hier sieht man schon, der könnte noch ein kleines bisschen. Das ist natürlich schon völlig in Ordnung so. Wer das mag mit ein bisschen mehr Biss, für den ist das so vielleicht sogar besser. Ich persönlich würde ihn noch ein bisschen länger drin lassen. Zeit zu probieren. Der ist jetzt natürlich noch gut heiß. Geht aber. Kürbis, Kalido-Kürbis vor allem meiner Meinung nach, einfach super lecker. Und dazu jetzt noch einen frischen Dip, vielleicht einen Kräuterquark oder einfach einen Blattsalat dazu. Oder auch einfach so. Wirklich sehr lecker. Wie gesagt, ich persönlich würde den Kürbis noch ein bisschen länger drin lassen. Der hat jetzt noch so einen leichten Biss. Manche mögen das vielleicht auch lieber. Ich mag es lieber, wenn er wirklich im Mund sofort zerfällt. Also mein Tipp wäre, Kürbis erstmal für eine halbe Stunde bei 200 Grad volle Pulle in den Ofen. Dann den Käse drüber streuen, den noch ein bisschen braun werden lassen, ausrollen auf den Tisch. Fertig. Kleiner Kräuterquark dazu. Lecker, lecker. Wer den Käse nicht möchte, wer es vegan haben will, tatsächlich mache ich Kürbis meistens ohne Käse. Einfach mit ein bisschen Öl marinieren, Gewürze dazu, wie man es haben möchte, in den Ofen schmeißen. Bis zu dem Gargrad garen, den man eben am liebsten mag, rausholen. Fertig. Ein Dip, ob es jetzt Mayo, Ketchup ist, ob es ein Kräuterquark ist, völlig wurscht. So einfach wirklich lecker. Kann ich nur empfehlen, gerne nachkochen, gerne abonnieren. Ich würde mich freuen. Liken und so weiter. Nicht vergessen, nächste Woche kommt irgendwas Nerdiges, wahrscheinlich Pokémon-Karten. Danach wird aber wieder gekocht. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin.